Was ich aber noch sagen wollte, Erzähl. weil Dimi gesagt hatte, hier wegen Combat Arms, das hat sich nicht so rund angefühlt wie ein Vollpreistitel, ist, denke ich, auch im großen Teil davon abhängig, welches Studio das jetzt entwickelt. Also wer eigentlich dahinter steckt, ja. Ich hab's Gefühl, es gibt, oder dass es Leute zu geben scheint, die darauf aus sind, in periodischen Abständen Free-to-Play-Titel ohne besonderen Langlebigkeitswert zu releasen, Ja. damit sie diese Spielerwelle quasi wieder mitnehmen können im nächsten Free-to-Play-Pay-to-Win-Titel, wenn der alte Pay-to-Win-Titel nichts mehr hergibt. Das ist richtig, ja. Es gibt es eigentlich einen Publisher oder ja, ein Entwicklerstudio, was relativ bekannt ist und Free-to-Play macht? Also jetzt abseits von Dota 2 mit Wolf, Combat Arms oder so. Gibt es da irgendwie? Gameforge, was Browser Games betrifft, das ist ja reine Oh, Pay-to-Win-Maschinerie. Game. Viel übrigens. Ja. Zum Beispiel, also mir fällt jetzt darüber auch keins ein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das gibt. Also dass da wirklich Titel konzipiert werden, die jetzt nicht sonderlich langlebig sind, wo man dann halt versucht, diese Welle im nächsten Titel wieder aufzugreifen. Und nur dadurch kann ich mir erklären, dass jetzt auch über die letzten Jahre hinweg doch auch sehr, sehr viele Free-to-Play-Titel an eine breite Masse herangebracht wurden. Was mich auch wundert, dass wirklich etablierte Publisher sich bisher anscheinend noch nicht wirklich an dieses Free-to-Play, ja, an diese Idee nicht wirklich rangewagt haben. Also, obwohl man damit viel Geld verdienen kann, anscheinend. Warum jetzt Ja. EA jetzt keinen kostenlosen Titel machen würde, verstehe ich nicht. Sondern weiterhin auf diesem Vollpreissystem basieren. Also ich habe jetzt Weil mal sie was. Entschuldigung. die, es tut mir leid, ganz kurz nur. Ja, ist aber Weil ich denke, dass sie die A, die logistischen Strukturen haben, um das durchziehen zu können. B, weil sie eine Marktposition haben, die es zu halten gibt. Ja, also du musst dir vorstellen, diese Free-to-Play-Titel, die sind wie gesagt nicht langlebig und zeichnen dadurch auch kein gutes Unternehmensbild ab. Ob jetzt EA als schlechteste Firma des Jahres 2011 und 2012, da jetzt unbedingt so viel besser ist, sei dahingestellt. Ich glaube, es geht einfach nur ums Origin-Gebäsch in dem Fall. Jedenfalls haben die Leute also diese großen Publisher durch ihre Größe einfach anderen Spielraum und ich denke, den nutzen sie auch, um diese Free-to-Play-Konkurrenz möglichst klein zu halten. Weil ansonsten würden wir uns jetzt, keine Ahnung, 3 Jahre lang damit beschäftigen, wie programmiert man ein Spiel, würden dann wiederum 3 Jahre darauf Free-to-Play-Titel programmieren, der vielleicht 2 Jahre läuft und dann geht das so weiter. Dann könnte das ja jeder Horst machen, der auf die Idee kommt. Richtig. Wie gesagt, ich habe jetzt mal spaßenshalber mal aus Jux in Google eingegeben, bekannte Free-to-Play-Spiele, ne? Da komme ich beim zweiten oder dritten Suchergebnis. Das ist übrigens jetzt eine sehr schöne Überleitung zu dem, was ich noch erzählen wollte. Auf eine Gameszone, die schreiben, Ubisoft plant weitere Free-to-Play-Spiele auf Basis bekannter Marken. Die haben ja angekündigt oder haben schon dieses Ghost Recon Online, ne? Falls das irgendwem was sagt. Ghost Recon schon, aber online ist so Ja, wirklich gut, nein. das ist auf jeden Fall auch so ein Free-to-Play-Spiel. Und Anno Online zum Beispiel steht hier mit auf der Liste, was noch mitkommen soll. Was dich vielleicht interessiert, Fabian, Far Cry Online soll angeblich auch kommen. Also das wären dann wahrscheinlich alles so, ja, Free-to-Play-Games halt auf Basis bekannter Spiele, Vollpreistitel sozusagen. Ja, so ist der Plan. Und ich denke mal schon, dass eine gewisse Entwicklung schon auch in die Richtung geht, dass die Publisher schon merken, dass man damit relativ auch Geld machen kann. Wie ist denn deine Meinung dazu eigentlich, Martin? Weil du hast dich ja noch relativ neutral gehalten. Zu was jetzt? Zu den Allgemein, Alternativen? ja genau. Ja, Free to play. ich habe wie Spielst du gesagt, Free to play oder nein, gar nicht, oder? bin ich ganz ehrlich, nein. Ich habe es mit dem Dota versucht, mit dem Gechillt vor geraumer Zeit schon, aber da fehlt mir einfach die Geduld und die Lust, mich da reinzufitzen. Wie gesagt, ich habe Combat Arms gespielt, aber das hat mich auch nicht so gefesselt. Also ich sehe schon, dass auch so, dass es durchaus
konkurrenzfähige Free-to-Play-Titel gibt. Aber, ja, ich sag mal, denen fehlt dann halt, es gibt bestimmt auch in den Untiefen des World Wide Webs wirklich gute Spiele, aber denen fehlt dann halt, ich sag mal, die Werbung halt, ne? Diese Vollpreistitel zum Beispiel einfach machen können, einfach weil die das Geld dazu haben. Und deswegen wird man wahrscheinlich auf die meisten guten Free-to-Play-Spiele überhaupt nicht aufmerksam. Ich meine, das waren jetzt bloß 3 oder 4 Beispiele, die wir jetzt hier genannt haben, von denen wir 4, wie wir hier sind, halbwegs, ich sag mal, was erzählen können, weil wir das schon mal 20 Minuten gespielt haben, ja. Aber, also so sehe ich das. Ja. Ja, stimmt schon, also ich denke halt auch, dass es da durchaus Potenzial gibt, aber ich denke halt auch, dass auch hier im Hintergrund bereits eine Marketingmaschinerie läuft und so seit mehreren Jahren. Jawohl. Gut. Ja, war nicht noch was? Thema? Ja, pass auf. Ich habe hier noch auf meiner Liste stehen, weil ich das eigentlich schon ansprechen wollte, das SimCity-Problem. Das Problem? Ja, also habe ich es mal auf meine Diskussionsliste geschrieben, so als Eckpunkt. Und zwar, ich habe mir SimCity gekauft. Ja. Und wie jeder weiß, auch der es nicht gespielt hat, das neue SimCity, es gab ja am Anfang tierisch große Probleme mit dem Spiel, ne? Server ständig abgekackt und dies und jenes hat nicht funktioniert, ganze Städte wieder verschwunden, bla bla bla. Und dann hat sich, weil wir ja auch wieder ein bisschen in den Bogen schlagen müssen zu unserem ersten Part, EA, ne, das ist die große Überschrift, sage ich mal, hat EA sich gedacht, wir entschädigen jetzt die Spieler, die SimCity gekauft haben, die sich, glaube ich, bis zum 25.03. diesen Jahres 2013 gekauft haben und aktiviert haben, schenken wir denen quasi als Wiedergutmachung für die ganze Scheiße, die da gelaufen ist, einen Titel und die können sich dann den runterladen im Steam-Shop, nicht im Steam, im Origin-Shop und bla bla bla. So, da habe ich mir halt, was habe ich mir geholt? Need for Speed, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ja. Need for Speed Most Wanted hier, das Neue. So. Und da ist jetzt eben meine Frage, ob man wirklich die Leute, die Käufer, einfach damit abspachteln kann, dass man denen praktisch ein Spiel hinklatscht, was sowieso schon fast wieder ein Jahr lang raus ist oder so, was schon wieder bloß die Hälfte kostet und das damit dann wieder gut ist, dass praktisch das SimCity nicht so gut läuft oder ob das, schon mehr so ein bisschen in die Richtung Frechheit geht, was man da macht, was man mit den Leuten abzieht. Also ich als Spieler von SimCity hat mir, wie gesagt, das Most Wanted gekauft. Ich dachte, ja gut, ist praktisch ein Spiel Vollpreis bezahlen und kriegst ein zweites dazu, dachte ich mir, schön und gut, aber ich sag mal so, wirklich behoben wurde das Problem damit nicht, weil man hat immer noch sehr, sehr viele Bugs auch in SimCity. Ich habe da letztens auch was gelesen dazu, wieder in einem Forum. Ich bin ein Mensch, der sehr viel in den Foren liest, bla bla bla. Und da sagen halt auch viele Leute, ja, es wird irgendwie mit jedem Patch nicht besser, sondern eher schlechter, dieses Game. Also es patcht mehr Fehler dazu, als es behebt immer, mit jedem Patch, der rauskommt für das Game. So. Und da sage ich dann halt, ja, toll, aber dann habe ich mir jetzt das Game praktisch dafür geholt und es läuft trotzdem scheiße, das Spiel, was ich mir eigentlich gekauft habe. Ja, es ist halt, glaube ich, ein generelles Problem, dass es sozusagen Usus ist, also quasi schon zum Alltag gehört, dass unfertige Spiele released werden. Weil einfach auch dieser Veröffentlichungsdruck seitens des Publishers da ist. Ich meine, das hat man mittlerweile auch schon bei Assassin's Creed gehabt, dass da mehrere Gigabyte schwere Day-One-Patches kommen. Ja. Weil die einfach nicht fertig werden, einfach nicht hinterherkommen mit ihren Ressourcen, offensichtlich diese zur Verfügung gestellt kriegen. Und ich finde es halt, mich würde es halt aufregen an deiner Stelle, Martin, weil du einen Vollpreis ausgegeben hast, um ein Spiel fehlerfrei spielen zu können. Ja. Und ich meine jetzt nicht so irgendwelche kleinen Grafikbugs oder so, sondern das waren ja wirklich schwerwiegende Sachen, das war ja nicht spielbar. So ist es. Am Anfang.
Und schlaue halt Leute haben ja sich dann auch eine Möglichkeit gesucht, diesen Online-Zwang zu unterdrücken, dass man überhaupt spielen kann. Richtig. So, und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache, dass man dann eine illegale Scheiße tun muss, auf gut Deutsch gesagt, dass man das Spiel, was man legal gekauft hat, spielen kann. Richtig. Und das gleiche gab es vor kurzem auch mit dem Star Trek-Titel, der rauskommt zum neuen Film. Das Spiel wurde halt explizit zum Koop-Modus geworben, der am PC bis mehrere Tage nach Release nicht ging. Wir gingen ein. Ganz großes Kino. Ja, davon abgesehen, dass das Game offensichtlich generell nicht so der Burner gewesen sein soll und auch verbuggt sein soll ohne Ende und überhaupt, aber das ist halt schon assi. Ja. Genau das gleiche wie Aero 37 bei Diablo 3. Ja. Das müssen wir nicht weiter ausführen, glaube ich. Nee, das wurde schon. Das haben wir voriges Jahr, glaube ich, schon. Hat eigentlich jeder bekommen. Aber es, der Vollständigkeit halber dachte ich mir, ich spiele es. Ja, ist richtig so. Also, noch was dazu. Also, ich finde es ja zumindest schon mal gut, dass der EA sagt: Ja, okay, wir versuchen da was auf die Beine zu stellen, um die Spieler zu entschädigen. Für den Greif doch an! Ja, aber besser wäre es, wenn es gar nicht erst so weit kommt. Eben, dass man den Spieler entschädigen muss. Das ist, das sollte zumindest die Intention dahinter sein, dass sowas nicht passiert. Fabian, Dimi, ihr könnt ruhig ein bisschen ragen, wenn ihr verliert, ne? Ja, es ist gerade sehr bitter. Gut. Und dann habe ich noch was, habe ich gestern war es erst erlebt, ich habe ja meinen PC, ich habe es PH und Fabian schon erzählt, dir noch nicht, Dimi. Fabian hat sich auch gleich tierisch drüber aufgeregt. Ja, was anderes kann man da auch nicht machen, als sich drüber aufregen. Also, ne, ich habe ja meinen PC letzte Woche neu aufgesetzt und Assassin's Creed 3 installiert, hat alles wunderbar funktioniert. So. Dann habe ich mir im März, war es glaube ich, zwei Erweiterungen dazu geholt. Die erste, The Hidden Secrets, und den ersten Teil von Tyrannei von König Washington habe ich mir gekauft. So. Wie gesagt, die Download-Datei nicht aufgehoben, ne, weil man ja denkt, gekauft, ist gekauft, kann man wieder runterladen, wunderbar. Funktioniert ja bei jedem anderen Scheiß auch, bei jedem Anbieter, ne? So. Jetzt will ich gestern Tyrannei von König